Hallo alle zusammen. Wenn eine Brücke gebaut werden soll, ist das immer ein ziemlich großer logistischer Aufwand. Je größer die Brücke, desto höher natürlich auch der Aufwand. Es ist wirklich unglaublich, wie viel Zeit für die Planung und welche Unsummen in diese drei Brücken geflossen sind. Der Bau der drei höchsten Brücken der Welt muss wirklich eine, im wahrsten Sinne des Wortes, riesige Herausforderung gewesen sein. Die Qingshuiye Straßenbrücke. Diese Hängebrücke ist noch verhältnismäßig jung. Sie wurde im Dezember 2015 nach ungefähr 2 Jahren Bauzeit fertiggestellt. Die Kosten belaufen sich umgerechnet auf 280 Millionen Euro. Mit einer Höhe von 406 Metern ist sie sogar größer als die berühmte Golden Gate Bridge in Kalifornien und ist die dritthöchste Brücke der Welt. Sie erstreckt sich über eine Länge von 1130 Metern über die Flüsse und Berge der Provinz Gishu. Das Besondere an dieser Region? Gishu war vor der Fertigstellung der Brücke nahezu abgeschnitten vom restlichen Land und wurde deshalb auch als vergessene Provinz bezeichnet. Die Brücke wurde gebaut, damit sich Gishu wirtschaftlich weiterentwickeln kann, da sie als ärmste Provinz Chinas galt. Die Siduhe-Brücke. Auch die Siduhe-Brücke in der chinesischen Provinz Hubei ist noch nicht so alt. Sie wurde 2009 fertiggestellt und ist 472 Meter hoch. Damit ist sie die zweithöchste Brücke der Welt. Der Bau kostete umgerechnet etwa 80 Millionen Euro. Die Brücke ist Teil der gebührenpflichtigen Shanghai-Chongqing-Autobahn und wurde erbaut, damit man nicht mehr zwangsläufig über eine kurvige und wesentlich längere Straße, die durch das Gebirge führt, fahren muss. Interessant? Bei der Konstruktion wurde das Hilfstrageseil mit einer Militärrakete über die Schlucht geschossen, statt es auf normalem Weg zu befestigen. Diese ungewöhnliche Methode wurde zum ersten Mal überhaupt angewendet. Die Beipanyang-Brücke. Auch die Beipanyang-Brücke, die Teil der Autobahn Hangzhou-Ruili ist, steht in China. Mit ihrer Fertigstellung im Dezember 2016 löste sie die Siduhe-Brücke als höchste Brücke der Welt ab. Die Baukosten liegen bei umgerechnet um die 130 Millionen Euro. Etwa 4 Jahre dauerte der Bau. Mit stolzen 565 Metern, zweimal so hoch wie der Eiffelturm, erstreckt sie sich über die Grenze der Provinzen Gishu und Yunnan über das Tal des Flusses Beipanyang. Sie verbindet die Städte Liupanshui und Xuanwei. Menschen, die in einer der beiden Städte leben und Freunde und Familie in der anderen Stadt haben, dürften sich über die Brücke besonders gefreut haben. Wer zwischen den Städten pendelt, fährt nun nur noch etwas weniger als 2 Stunden, statt wie vor dem Bau 5. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.